Gibt es in deinem Leben Zustände, die du gerne anders hättest? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, mir geht es gleich. Seien es Krankheiten oder Arbeitskollegen, mit denen ich immer wieder Unstimmigkeiten habe, oder dass ich mich so schnell aus der Ruhe bringen lasse, wenn was anders kommt als gedacht. Und in der Familie gibt es auch immer mal wieder Diskussionen und Reibereien, die für alle nur mühsam sind. Und wenn wir da noch in die Welt schauen, mit all den Kriegen, Hungersnöten, Menschenmissbräuchen, Überwachung, Corona-Chaos und. Ja, da gibt es vieles, das ich gerne ändern würde, wenn ich könnte. Mich einfach so passiv geschlagen hingeben, habe ich keine Lust. Kurz ein kleiner Themenwechsel. Wie lange bleibt gekochter Reis schon wieder haltbar? Im Kühlschrank höchstens eine Woche, dann wird er schlecht und fängt an zu schimmeln. Ja, bei mir ist das so. Oder besser gesagt, es war so. Ich habe da ein Experiment gemacht und gemerkt, dass das nicht mal stimmt. Sieh dir diesmal an. Dieser Reis ist 6 Wochen alt, war immer ungekühlt und sieht noch völlig frisch aus. Und dieser hässlich vergammelte, üble Reis ist aus genau demselben Kochtopf auch 6 Wochen alt und ich habe sie hundertprozentig gleich gelagert und in saubere Gläser gefüllt. Was macht denn jetzt da den Unterschied? Ich habe mit dem Reis geredet. Jeden Tag habe ich ihm zu gut zugeredet, dass er der feinste, gesündeste, beste Reis ist und niemals schlecht werden könne. Und diesen Reis habe ich einfach stehen gelassen und ignoriert. Ist doch einfach eindrücklich, oder? Also ich finde das krass. Und jetzt siehst du bestimmt auch den Zusammenhang zu meiner Frage. Ich glaube, genau darin liegt die Lösung und Antwort für all unsere misslichen Umstände, die wir doch gerne verändern möchten. Wenn durch meine Worte der Reis nicht schlecht wird, kann ich doch auch die Spannungen in meinem Umfeld, die mühsamen Diskussionen in der Familie und meine perfektionistische Art mit meinem Wort verändern. Versuch es doch auch mal. Anstatt dich täglich an den Umständen zu stören und darüber zu fluchen, beginne täglich umzusprechen. In meinen Situationen spreche ich also aus: Wir haben in der Familie ein friedliches Zusammenleben und schätzen und achten uns. Bei der Arbeit können wir dankbar und zusammenarbeiten und die Kollegin ist heute freundlich und hilfsbereit. Und mich bringt nichts aus der Ruhe. Ich lasse mich nicht stressen und mache mir keine Sorgen. Ich habe es versucht und es gibt einfach so eine andere Lebensqualität. Mein Start in den Tag und meine Grundeinstellung und mein Unterbewusstsein sind einfach schon mal positiv gestimmt. Und ohne äußere, selbstgemachte Veränderung ist schon vieles verändert. Nur durch meine Worte. Und ich bin überzeugt, dass dieses Prinzip auf jedes Gebiet anzuwenden ist. Auch auf diese schlimme, verlorene Weltsituation. Bitte fang auch du an, täglich und beharrlich auszusprechen, dass jeder Missbrauch ein Ende nimmt, dass sich jeder Krieg in Frieden verwandelt, dass jede Lüge ans Licht kommt, dass jeder, der Böses vorhat, zur Rechenschaft gezogen wird und so weiter. Ich bin überzeugt, dass ich und du diese Welt zum Guten wenden können.